So, ja, jetzt nochmal zum Zeigen. Ich habe es, glaube ich, gerade nicht richtig drauf gehabt. Ich bin irgendwie abgerutscht. Wir schalten halt hier die Klimaanlage ein, beziehungsweise die Temperatur wird uns in der Mitte angezeigt. In dem Fall schaltet hier irgendwann der Heizer zu, weil es einfach wärmer sein soll wie die Außenluft. Das heißt, die Heizung muss betätigt werden. Und bis 27 Grad macht er dieses Spielchen mit. Und er kühlt aber auch mit Klimaanlage. Brauchen wir jetzt nicht, wollen ja keine Energie verschwenden. Sitzheizung, oh, die Sitzheizung finde ich immer cool. Die ist richtig klasse. Die ist hier jetzt im Kia e-Soul mit dem Lounge-Paket. Das ist halt so, so eine mittlere Spirit-Ausstattungsvariante, sage ich mal. Also man könnte jetzt richtig toppen und dann noch die Volllederausstattung nehmen. Hier haben wir jetzt halt nur zwei Heizstufen und es wird schon richtig warm, merke ich gerade. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich eigentlich am genialsten finde. Driver-Modi. Und da gucken wir jetzt mal hier oben, sobald ich drauf drücke, wir sind jetzt im Sportmodus. Jetzt muss ich mal die Helligkeit wieder regulieren, sorry. Ich habe hier gerade zu viel. So, ich drehe mal die Helligkeit ein bisschen runter. Driver-Modi. Wir sind jetzt hier im Drive-Mode Eco, Normal, Sport, Eco. Wenn ich jetzt die Taste halte, komme ich in Eco Plus mit herabgesetzter Geschwindigkeit und ja, die Leistungen sind dann halt dementsprechend anders. Das gleiche wird mir auch hier nochmal angezeigt im Mitteldisplay, da sieht man es wunderbar, wenn ich hier halt die einzelnen Modi durchgehe, wird halt ein wenig was verändert in den Farben beispielsweise. Jetzt haben wir Eco Plus, limitiert auf 90 Stundenkilometer. Was ja nicht schlecht ist. Man soll ja eh nicht rasen, aber damit kann man dann halt, wir sehen es jetzt gerade links, springen wir auf 239 Kilometer Reichweite, gehe ich da jetzt wieder raus, Eco-Modus 239, gehe ich in den normalen Modus 232 und bei Sport sogar nur 225. Ja, was ist der Grund? Ganz einfach. In diesem sozusagen dann, also im Sportmodus, wird einfach die komplette Leistung des Fahrzeugs ans Pedal gegeben. Das heißt, ich habe die komplette Leistung spontaner zur Verfügung und insofern verbraucht das Ganze dann auch ein bisschen mehr Strom von Anfang an. Ich finde das wirklich sehr schön gemacht hier im Fahrzeug. So, ich kann jetzt mal das Head-Up-Display einklappen, brauchen wir gerade nicht. Hier unten haben wir noch, wenn wir es ausschalten wollen, ich tippe da gerade mal drauf, den Spurhalteassistenten, den können wir aktivieren bzw. deaktivieren. Dann haben wir noch Blindspot an oder aus. Ich würde es anlassen. Wenn ich drauf drücke und das aktiviere, leuchtet es erstmal draußen auf. Das ist natürlich auch sehr schön gemacht. Da wird man daran erinnert, das Ding ist an bzw. aus und ich schalte es wieder ein. Wenn es eingeschaltet ist, sieht man hier unten auch die ganzen Lampen leuchten. Das ist auch sehr praktisch. Hier haben wir noch das Fußgängerwarngeräusch, was draußen abgegeben wird. Hier ist noch die Instrumentenbeleuchtung, kann ich hier einstellen. Hell oder dunkel. Man sieht es hier auch an den Tasten, dass die dann dementsprechend mitbeleuchtet sind. Und hier sieht man es, hier unten sieht man es, ja, man kann es wunderbar sehen. Ich gehe hier nochmal ins Menü, nee, da bin ich ja gar nicht, hier war das so, ich gehe nochmal ins Menü, jetzt haben wir ja gerade Partyzeit. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte meine Ruhe haben und nur eine Farbe, kann ich die auch wählen. Das funktioniert dann halt über die einzelnen Knöpfe, wer es braucht, also ja, ganz so schlecht ist es ja nicht. Ihr könnt auch rot wählen, wenn ihr gerade sauer seid auf Freund oder Freundin, wie auch immer. Orange, naja, gut, orange muss nicht gerade sein. Blau passt wunderbar. Jetzt muss ich mal gucken. Hier unten ändert sich leider nichts an der Beleuchtung. Das ist wirklich nur in den Türen und hier oben in Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, links neben dem Lautsprecher verändert sich auch dementsprechend das Licht. Wie gesagt, wer es braucht, der kann es haben. Wir können hier auch so diesen Romantik oder Reisen. Teilweise sind die Sachen halt mit irgendwas gekoppelt, beispielsweise mit dem Radio, was wir jetzt hier gerade nicht eingeschaltet haben. Genau, so. Ja, ich finde das, wie gesagt, hier wirklich super gelöst in dem Auto, dass wir die ganzen Möglichkeiten haben. Und das ist alles sehr mäßig drin. Hier haben wir übrigens auch wieder die Pedal, die habe ich ganz vergessen zu erwähnen, die Lenkradpedal, womit ich die Rekuperation einstellen kann. Können wir jetzt hier gerade nicht sehen, weil er es so nicht macht. Ich werde mal gerade mal einmal, wir sind jetzt hier im Fahrmodi und können rechts, sehen wir es, die Rekuperation einstellen mit das Geräusch, was ihr hört, ist, habt ihr das gehört? Der Fußgängerwarnton. Cool. Ja, was ich hier gerade zeigen wollte, halt die Rekuperation können wir hier einstellen. 1, also 0 gab es eben, das war das niedrigste. Dann haben wir 1, 2, 3 und eigentlich gibt es noch eine Autofunktion, die wird aber wahrscheinlich, da habe ich jetzt gerade halt ja, irgendwie kommt die wahrscheinlich beim Fahren erst. Da bin ich mir gerade nicht so schlau. Hier haben wir dann halt, achso, die Power-Anzeige ist natürlich auch toll. Er zeigt da rechts gleich die Leistung an, die er halt gerade braucht. Jetzt fahren wir nicht und ja, Rückfahrkamera, die ist auch ganz toll. Ich kann jetzt hier gerade nicht lenken, weil ich auf einen grünen Rasen drauf stehe. Wenn ich jetzt lenken würde, könnte man sehen, wie sich halt die Linien mitbewegen. Kamera ist noch zugeklebt, deswegen hat die so ein fürchterliches Bild. Da ist noch eine Folie drauf, das habe ich ja vorhin schon gezeigt. So, ja, hier haben wir halt den Gangwahlschalter. Nur um den nochmal kurz zu erklären, halt durchdrehen wird halt die Position eingelegt und er bleibt auch so stehen, also beziehungsweise wenn ich in neutral gehe, bleibt er stehen, gehe ich auf Drive, springt er wieder zurück, da ist so ein Federmechanismus drin. Ja, und für ganz doofe, ich schalte jetzt hier auf D, gehe nochmal auf D, Warnton, Gang bereits eingelegt, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Wenn ich jetzt parken will, einfach auf P tippen und schwuppdiwupp steht das Fahrzeug. Und ich kann jetzt auch von der Bremse gehen, da stehe ich nämlich die ganze Zeit drauf. Und habe hier die elektrische Parkbremse an der Hinterachse. Weil der Wagen jetzt gerade an ist, können wir gerade nochmal gucken. Spiegelverstellung, brauche ich mal ein bisschen mehr Helligkeit, dann seht ihr da auch was. Upsala, jetzt habe ich die gerade rausgenommen. So, die Spiegelverstellung funktioniert auch ganz einfach. Man hört sie sogar ein wenig, aber ganz leise. Wirklich klasse gemacht, das Auto. Ja, was mir noch auffällt, das zeige ich, ups, jetzt habe ich gerade wieder ausgeschaltet. So, jetzt, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ganz neu. Wir haben jetzt die oh, ich muss mal das Licht ausmachen, dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Ja, so kann man es besser erkennen. SOS-Funktion, sprich, wenn ihr mit diesem Fahrzeug einen Unfall haben solltet, was ich euch nicht wünsche und was auch um Gottes Willen bitte schön nicht passieren sollte, dann wäre halt diese Geschichte, dass jetzt durch den Crash-Sensor oder über den Crash halt, sein Crash-Sensor gibt es im Fahrzeug, Entschuldigung, das war gerade am Mikrofon, wenn ihr einen Unfall habt, wird der sozusagen aktiviert, was dazu führt, dass automatisch ein Notruf abgesetzt wird. Das ist jetzt europaweit Vorschrift und dafür ist dieser Button. Ihr könnt diesen aber auch drücken, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, wahrscheinlich entweder Scheibe eindrücken oder aber vorher die Scheibe runterziehen, weil die kann man hier, glaube ich, so raushebeln. Da möchte ich, ah ja, das ist ein Deckel. Okay, wollte ich jetzt aber auch nicht dran rumfummeln. Und dann könnt ihr den Knopf drücken und bekommt halt automatisch eine Verbindung mit der Notrufzentrale und könnt von da dann halt oder über da halt Hilfe anfordern. Hier ist es halt auch noch wunderbar wieder mit diesen wunderschönen Brillenfach. Ich weiß immer nicht, ich glaube, ich würde da Taschentücher reinpacken, weil eine Brille habe ich auf der Nase. Ja, jetzt geht's so. Und jetzt haben wir mehr Helligkeit drin. Das ist jetzt hier so meine Sichtweite. In der Höhe sitze ich halt im Auto und das sehe ich halt. Und mal ganz ehrlich gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah, früher hatten die Autos den Rückspiegel unten gehabt. Gut, da konnte man nichts sehen, wenn hinten einer gesessen hat. Aber für mich ist so ein Innenrückspiegel immer irgendwie so, ja, das Letzte, was man da irgendwie braucht, sage ich mal. Weil ich sehe halt in dem Bereich weniger. Ich finde es hier aber angenehmer wie im Kia e-Niro. Da ist es mir aufgefallen, da sieht man hier oben wirklich fast gar nichts mehr, weil hier ein Riesenkasten vor ist und dann halt der Spiegel und das Dach fällt beim Kia e-Niro vorne so ein bisschen weiter ab. Das ist hier wunderbar gelöst. Hier geht das Dach schön gerade weiter. So, ja, und jetzt gucke ich von außen noch mal ein bisschen was. Beziehungsweise ich gehe noch mal auf die Rücksitzbank. Da könnt ihr gleich mal mitkommen. Und ich mache den Wagen jetzt aber mal aus. Nochmal auf Bremse treten. Das ist die Verabschiedungs-, ja, Schlüssel drin, eine Tür offen. Ich muss euch das nochmal zeigen. Jetzt habe ich hier gerade meine Strippe vom Mikrofon. Ich sitze hier so genial in dem Auto. So gut habe ich in dem alten nicht gesessen. Ich muss das gerade nochmal ein bisschen gegenregeln hier. Doch ein bisschen sehr viel Licht. Ja, ich habe hier Platz. Hinten, hier geht sogar nichts irgendwie nach oben, unten oder wie auch immer. Das ist hier halt wirklich super gemacht mit diesen ganzen Platzverhältnissen. Wenn ich hier die Tür zumache, alleine der Klang der Türen. Wir haben jetzt leider kein altes Modell hier, doch hinten haben wir noch einen Verbrenner zu stehen. Da können wir das nochmal ausprobieren. Dieser Ton, hört euch das mal an. Ein sattes Wumm und die Tür ist zu. Ha! Das ist sowas von geil. Ich sag nur, das ist wirklich super gemacht hier. Und da haben sich die Leute von Kia wirklich sehr viel Mühe gegeben, auch so ein bisschen soundmäßig das Ganze so hinzukriegen, denke ich mal. Beziehungsweise die Qualität. Also wenn jetzt Leute sagen von wegen, ja, der Wagen ist aber extrem teuer und der andere war ja viel preiswerter. Das sind zweierlei Paar Schuhe, Leute. Ja, also dieses Auto ist qualitativ ein Quantensprung. Den könnt ihr nicht einfach so hinnehmen. Und sagen von wegen, das Auto wäre viel zu teuer. Ihr habt, von der Haptik her ist das ein ganz anderes Material. Hier ist alles viel hochwertiger, finde ich, vom Gefühl her verarbeitet. Der Kia Soul EV, den wir neulich gefahren hatten, der hatte ja auch Ledersitze drin gehabt. Aber das hier ist... Alleine, dass sie die Banken ein Stück höher gesetzt haben. Ich habe zwar nicht mehr so viel Platz jetzt hier oben, also ja, also ich sag mal, mit ein bisschen Klemmen sind das so 3,5 Querfinger breit, die ich da noch Platz habe. Ja, auch wenn ich mir das hier so anfühle, also er wirkt nicht so dunkel, wie ich es gedacht habe. Liegt aber auch daran, dass wir hier halt die Teillederausstattung haben mit, also das Lounge-Paket mit der Sitzfläche in Stoff und den Seitenflächen in Leder. Das ist natürlich nochmal etwas ganz anderes, bringt ein bisschen mehr Helligkeit rein, weil die Sitzfläche, dieses Graue, der Stoff halt ein bisschen grau ist. Und ja, ich bin begeistert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das Auto ist echt, also wer das Ding nicht kauft, den kann man echt nicht weiterhelfen. Materialmäßig, okay, es haben viele drauf rumgeritten. Ja, das ist ja so ein scheiß Material, das ist ja, ja, okay, das ist Plastik. Aber mal ganz ehrlich, in welchem Auto habt ihr das nicht, dass da Plastik verbaut wurde? Und wenn ich höre, dass selbst der Audi e-tron so viel Plastik verbaut haben soll, na, Entschuldigung, aber dann brauchen wir doch gar nicht drüber reden, dann ist das doch völlig Banane. Da würde ich mich doch jetzt gar nicht so drüber aufregen, dass es halt ja hier irgendwo nicht so schick ist. Also, wie gesagt, ich bin hier total begeistert von dem Wagen und total überrumpelt, dass der wirklich so gut ist. Weil, was soll ich sagen? Was ich auch schön finde, ist halt hier dieses große Fenster, das ist größer. Das alte war gefühlt so die Hälfte davon. Ich habe gar nicht hingezeigt, hier diese Seitenfenster. Es ist einfach, für mich wirkt es hochwertiger. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir dieses Auto angucke, man kann hier hinten bequem, was fehlt, ist vielleicht hier Mittelarmlehne. Also Kia, wenn ihr nochmal die Spirit-Variante aufpolstern wollt, dann Mittelarmlehne hinten wäre schick, dann könnte man hier schön lümmeln und sich mal vielleicht unterhalten. Also ich kann es mir vorstellen, hier hinten sogar längere Fahrten zu machen, als jetzt nur mal eben zum Einkaufen. Ein Vergleich jetzt von mir mal gesagt, welches Auto würde ich holen, wenn ich die Wahl hätte zwischen den dreien, Hyundai Kona Electric, den Kia e-Soul und den Kia e-Niro. Ich würde definitiv dieses Auto hier nehmen. Auch wenn jetzt der Kofferraum im Gegensatz zu den anderen bei aufgestellter Rücksitzbank kleiner ist. Spätestens wenn ihr die Bank umklappt, kommt euch das nämlich zugute, dass hier die Wände ziemlich steil stehen. Die gehen nicht so in die Seite rein oder fallen nicht so rein wie beim Hyundai Kona Electric. Da war das ja wirklich so, oder ist es halt so, dass der aerodynamischer geschnitten ist und hinten auch das Dach abfällt. Das habe ich hier nicht. Ich habe neulich ja noch mal im Kona drin gesessen. Hinten passe ich gar nicht rein, wenn ich mir vorne den Sitz einstelle. Und jetzt guckt euch das hier an. Ich sitze hinten eingestellt, so wie ich ihn zum Fahren haben will, und ich sag mal, gut 2 Finger breit. Ja, ich saß, so hätte ich jetzt im Hyundai Kona irgendwie gesessen und die Tür wäre nicht mehr zugegangen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, und dieses Auto hier ist einfach, weil es schon einen Vorgänger hatte, die bessere Wahl unter den dreien. Also wenn ihr euch, ich will jetzt kein irgendwie dazu bringen, kein anderes Auto zu kaufen, aber wenn ihr vor der Qual der Wahlen steht, guckt doch einfach mal nach diesen Aspekten. Was braucht ihr für Raumangebot? Was braucht ihr für Gepäckraum beispielsweise? Seid ihr groß? Seid ihr klein? Wie auch immer. Das ist einfach... Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Nein, ich könnte gar nicht aufhören zu reden. Ganz im Gegenteil. Guckt euch einfach mal hier so diese ganze Verarbeitung an. Ich muss mir gerade mal das Display umdrehen. Einfach so dieses Design. Die ganzen Elemente hier unten. Habt ihr so eine Wabenstruktur drin, das wird aber nur Deko sein. Hier unten sitzt der eigentliche Lautsprecher drin. Türgriffe, das ist wieder so, beim alten Kia Soul EV waren die Türgriffe ja so rund. Hier hat man das so ein bisschen beigehalten, man greift hier einfach nur rein, zieht auf und die Tür ist auf. Hier vorne sind wieder die Elemente, wie vorne auch in der Fahrer- und Beifahrertür drin. Wir haben hinten übrigens getönte Scheiben, sieht man jetzt gerade nicht so, weil wir, ich habe jetzt gerade den Motor ausgemacht, insofern habe ich gerade die Fensterheber nicht zur Verfügung. Ich muss mal gucken, ob ich vorne auf den Knopf komme. Ja, jetzt haben wir zumindest das System. UFO übrigens, ja, UFO wird da angezeigt. UFO wird hier auch verbaut und ist demnächst halt auch über App verfügbar. Fensterheber gehen immer noch nicht. Okay, die sind hinten noch blockiert. Kann auch sein, dass die blockiert sind. Da vielleicht einer drauf gedrückt? Nein, die sind einfach nur mit Zündung nicht aktiv. Okay, das jetzt erstmal hier drin übrigens noch eine einzige Kartentasche auf der Beifahrerseite. Klar, dass der Fahrer dann mal nach hinten greifen kann, reingreifen kann. Übrigens Türen. Hier auch wieder eine Tasche, wo man ja, eine mittelgroße Wasserflasche reinkriegt. Finde ich total super gelöst. Und muss hier gerade mal ein bisschen Licht einstellen. So. Ja, hier sehen wir es jetzt besser. Okay, alles Plastik, ja. Aber mal ganz ehrlich, welches Auto hat das nicht? Und die Farbe sieht ein hammergeil aus. Also das ist wirklich ein super Schnittchen. Ja, mein Fazit zu diesem Auto, es ist wirklich die Neuauflage der eierlegenden Wollmilchsau, weil der Wagen hat alles. Man hat aus einem super Auto ein mega geniales Auto gemacht. Also ich glaube, noch besser kann man es eigentlich nicht machen, weil man hat hier alles und man hat Platz. Die Sitze sind verbessert worden, der Sitzkomfort ist viel besser geworden. Jetzt mit den E-Sitzen sowieso, man kann die E-Sitze super verstellen. Was ich aber richtig genial finde, ist die Verarbeitung von dem Wagen, hat so haptisch und optisch für mich gesehen viel zugelegt. Ich finde den Wagen so gut, ich würde ihn glatt mitnehmen. Also Mir fällt schon nichts mehr zu ein, was man jetzt irgendwie sagen könnte, Negatives, bis auf vielleicht, wer Plastik nicht mag, der mag es halt nicht, der sollte das Ding vielleicht nicht gleich nehmen. Aber das ist die eierlegende Wollmilchsau, der hat alles. Der hat Kofferraum, der hat Ladevolumen, ihr habt innen drin Platz ohne Ende, ihr könnt die Sitze einstellen, wie ihr es wollt, ihr habt UFO drin, das neue Telematiksystem von Kia. KD, fällt dir noch was ein, was man zu dem Auto sagen kann? Ja, die Lieferzeit könnte besser werden. Lieferzeiten, ne? Ja, die Lieferzeiten sind so das Problem bei dem Auto. Wie lange sind die denn jetzt momentan? Also besser sagt man gar nichts. Kia sagt zwischen 9 und 12 Monaten. Drunter sollen wir mal gar nicht reden. Okay. Aber warum? Und das ist ja jetzt auch nur so eine Art Voreinführung, ja, damit die Kunden sich reinsetzen können und man kann ihn bestellen. Und wenn ich jetzt weiß, er dauert 12 Monate plus X, dann ist das ja auch eine Sache und du kannst damit rechnen, ne? Ja, also als Kunde damit leben, aber nicht, wenn ich jetzt Bestellungen storniert, ja, wie beim Niro. Ne? Am Anfang hieß es ja 12 Monate plus und jetzt ist man auf 9 Monate runter, aber wer weiß, was kommt. Ne? 9 bis 12 ist immer eine gute Zahl. Ich sag mal, ja, ich glaube da sowieso nicht dran, weil entweder lösen sie vorher das Problem oder sie haben es dann auch nicht gelöst, weil wieso sollten in 12 Monaten plötzlich für alle Akkus da sein? Ist das Problem der Akku oder ist da noch ein anderer? Ist nicht bekannt. Ich, ja, bin zwar so weit mit Kia jetzt, ja, nun bin ich ja so lange dran, dass ich weiß, denen kann man ja nichts glauben. Ja. Ich glaube denen auch nichts. Was sie da erzählen, halte ich nichts von. Ja. Aber der Grund ist mir noch nicht bekannt. Also ich habe noch nicht, keine Quellen, die mir sagen, das ist wirklich der Grund. Ja. Ja. Ob er politisch ist, dann bohren sie sich auch ein Loch ins Knie. Und nächstes Jahr müssen sie die Zahlen haben oder übernächstes Jahr spätestens. Ja. Also es ist unverständlich. Wenn du jetzt den neuen Kia e-Soul siehst und mit dem alten EV vergleichst, relativ, also für mich ist nicht so ein großer Unterschied. Du bist ja der Detail. Nicht so ein großer, okay. Der Detailfetisch ist, wenn ich die Lappen, das ist, das Auto fährt, hat Platz und gut. Du bist mehr der Pragmatiker, der sagt, das Ding muss fahren und fertig. Ja, als Verkäufer, wenn du dir 100 Modelle mit den Unterschieden im Programm hast, ja, also 10 Grundmodelle mit Varianten und dann jeden kleinen Stecker, die sind ja sowieso im Prinzip erstmal alle gleich. Ja. Liegt immer an der Zeit, wann sie entstehen, also wenn sie auf den Markt kommen. Die kriegen jetzt alle dieses Navi irgendwann. Ja. Die haben dann alle elektrischen, haben jetzt dieses Art Lenkrad mit den Pedals und so. Ja. Das ist also dann nicht mehr so, das ist die Wandlung zwischen dem alten und dem neuen Soul, ja, aber die nachfolgenden vergleichbaren Modelle werden alle so sein. Ja. Die haben immer die gleichen Heizungsschalter, die gleichen Fensterschalter. Genau. Ist egal, ob man sich in e-Niro reinsetzt oder e-Soul. Eigentlich ist so, man weiß Pi mal Daumen immer, wo es sitzt. Ne? Ist noch ähnlich. Dann ist es ja auch noch mal fast so, dass du, ja, das meiste wiederfindest, ne? Ja, die Navis und so. Ne? Apropos Hyundai und Kia, noch mal vielleicht noch eine Info zu diesen, ja, Preisgestaltungen. Man hat also jetzt bei Hyundai, bei Kia gab es nie Förderungen für Gewerbekunden zum e-Niro, den es ja eigentlich gibt, so Gewerbeprogramme. Mhm. Hat man gar nicht erst aufgelegt, weil dann kam ja auch kein Auto. Jetzt hat man beim Hyundai, gab es für den Kona Elektro, gab es eine Gewerbeförderung? Hat man jetzt gekündigt zum 1.6. Oder 1.5. Das heißt, Förderprogramme, um die jetzt zu pushen in die Gewerbekundenbereich, ja, gab es ganz, ganz wenig. Bei Kia bisher, bei Kia gibt es das auch so, aber hier beim Plug-in gibt es eine Förderung, gibt Gewerbepreise, alles. Elektro nicht, und da, wo es das gab, Hyundai hat das jetzt gecancelt. Das heißt, sie wollen die gar nicht verkaufen oder sie können sie nicht verkaufen. Ja. Nur okay. Ganz Cent für Gewerbekunden, aber da sind wir gerade bei meinem Hauptthema. Gewerbekunden können ja bei mir oder über mich die Informationen über die Prämien kriegen. Förderungen für, ja, Berlin, speziell gibt es ja diese Gewerbeförderungspakete oder Prämien, auch Ramona-Prämie genannt, wie auch immer. Ja. Also die BAFA, sagt man, nennt ja diese Umweltbonus. Mhm. Herstelleranteil Hälfte Staat, ja, Auszahlung über die BAFA. Den staatlichen Anteil, und dann gibt es für Gewerbekunden in Berlin gibt es noch ein paar andere Programme, ja, in gleicher Höhe oder auch mehr. Das ist so mein Hauptding, weil ich betreibe. Wenn mich also da einer anschreiben möchte, dann das tun. Super. Okay. Genug gequatscht, oder? Genug gequatscht, ja. Gut. Kann immer noch laden. Geht nicht. Ah, doch. Ach, da muss erst der Fachmann kommen. Hier haben wir ihn, den Ladeanschluss. Hier oben haben wir einmal Typ 2. Upsala, fällt gleich runter.